Ich muss schon sagen, ich amüsiere mich köstlich auf dieser Party. Wirklich vorzüglich. Muss schon sagen. Wenn ich da nicht diese blutige Tasche hätte, die wir letztes Mal gar nicht genau unter die Lupe genommen haben. Wir haben zwei abgehackte Arme und ein abgehacktes Bein bekommen. Man erinnert sich zurück an die Geschichte, die uns der Hase erzählt hat. Dem wurden ja die Körperteile abgeschnibbelt. Deswegen werden wir ihm jetzt mal seine Körperteile hier wieder zurückgeben. You're going through a lot of trouble for us, miss. I can't thank you enough. Don't worry, Mr. Rabbit. I will definitely save you both. Thank you, miss. Ich bin so tränengerührt. Wenn ich nicht ein Stofftier wäre, würde ich jetzt heulen. Aber gut. Und dann noch du hier drüben. Maybe I leave those here for a bit. Leave body parts. Jo, hast du noch irgendwas zu sagen? She looks sad, somehow. Ja, ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht, was ich tun muss. Also ich habe jetzt nicht das ganze Spiel schon im Voraus überprüft, was als nächstes kommt, aber ich weiß, dass ich jetzt durch einen der anderen Spiegel gehen kann. Ich weiß aber noch nicht, was dahinter auf mich wartet. Go through. Hoffentlich werden wir nicht sterben, weil die anderen beiden Spiegel sind ja letztes Mal zersplittert. Deswegen habe ich ein ungutes Gefühl, oder wobei. Diesmal sind die anderen beiden Spiegel zersplittert. They're broken. Aber die Kürbisse sind wieder hier. Was habt ihr zu sagen? That's what you get. Was bekomme ich denn? Was habe ich getan? Bin ich so ein böses, unartiges Mädchen? That's what you get. Seid ihr Zwillinge oder so? Habt ihr die gleichen Gedanken? Habt ihr telekinetische Fähigkeiten, dass ihr euch so untereinander verständigt? Oder redet ihr einfach nur miteinander? Egal, ich gehe jetzt hier durch die Tür. Und gucke. Ach du Scheiße. What happened? Ja, das würde ich auch gern wissen. Hier sieht's voll scheiße aus, überall Blut. Oh. Acquired a loose torso. Wir haben Körper erhalten. Reicht das vielleicht schon? Können wir schon wieder zurückgehen? Ich gehe mal zurück. La 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 la. It's a solid mirror. I can't go back. Das ist nicht so gut. Das ist eher undufte. Weil ich will diesen Raum nicht untersuchen. Ich werde doch garantiert sterben. Hey, was habt ihr zu sagen? Two corpses lay on a pool of bloody stuffing. Although they're completely torn apart, their hands are still joined in a firm grip. Were they holding hands? Selbst im Tod noch ein Pärchen, für immer und ewig. Warum kriege ich das jetzt nochmal an, meine Güte? Kann ich vielleicht durch die Tür hier? This door won't budge. Ja, immerhin, eine Sorge weniger. Spiegel, kann ich was mit dir machen? Nein, kann ich nicht. Ich gehe lieber ganz langsam, gechillt und gemütlich. Kann ich was mit den Instrumenten machen? Da liegt doch irgendwas, aber ich kann nicht genau erkennen, was. Anscheinend wurde da jemand in das Piano eingeklemmt. Du bist auch hinüber. Ist die Tür offen? Sieht so aus, als ob sie offen ist, aber ich gucke mich erstmal hier genauer um. It was quite a show, miss. You should have been here to watch. Ja, sieht aus, als ob eine Bombe explodiert wäre. Aber es war bestimmt noch viel, viel schlimmer. The corpse was reduced to a pool of blood and stuffing. Acquired a served leg. Dankeschön. Mach ja doch Fortschritte. This don't want budge, okay. Alle Plüschis genau untersuchen, bevor ich hier irgendwelche Körperteile übersehe, die ich mitnehmen muss. Kürbis! One of their hands came flying at me. It was so scary. Was? One of their hands? Was für Hände? Das klingt nicht gut. Oh, hier geht's rein. Das gefällt mir nicht. Ich gehe wieder raus. Ich könnte jetzt nochmal gucken, ob die Tür da oben, ob man da wirklich rein kann oder ob ich mich geirrt habe. Okay, sie ist zu. Es ist so dunkel, ich konnte gerade nicht sehen, ob die Tür offen oder zu ist.
Naja, ich habe jetzt ein paar Körperteile. Reicht das vielleicht? Kann ich wieder vielleicht zurückgehen? Knock, knock. Klopf, klopf. Wir können nicht zurück. Schade. Das heißt, wir dürfen uns noch weiter in diesem wundervollen Raum umschauen. Aber bisher ist ja noch nicht wirklich was passiert. Zumindest nichts Schlimmes für mich. Den Tisch nochmal genau angucken. Zack, 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 zack. Nix da. Ich weiß doch genau, dass hier irgendwas passieren wird. Da ist eine Tür aufgegangen. Da ist jemand. Oh Gott. Will ich diese Tür öffnen? Die Uhr, damit kann ich nichts machen, aber hier ist auch sonst niemand. Hier sind keine Leichen ausnahmsweise. Die Tür geht immer auf und zu. Eine andere Möglichkeit habe ich anscheinend nicht. There's something strange inside. Don't you dare give me in the guards. Was? Was ist los? Is there anyone looking for me out there? I don't know. I desperately need your help. You're the only one who can help me. Alright. I need you to go outside and come back to tell me what's going on. Can you do that? I'll try. Okay, ich soll jetzt rausgehen und gucken, wie es da ausschaut. Ansonsten, ich gucke mich nochmal lieber genau um. Da ist nix. Komisch, dass hier so viel Blut ist, obwohl hier keine Leichen sind. Oh, das ist ein Pumpkin. It wasn't me. I'm not even a dancer. I don't even have any legs. Please spare me. I have family. Du hast Familie? Sind das alles deine Verwandten? Ihr seid alle aus demselben Holz geschnitzt, oder? Ah! Da ist jemand! Fuck! Das gefällt mir nicht! Du, da ist jemand! What are you standing there for? Hurry! Ja, Beeilung ist gut. Die Wette, der darf mich nicht sehen. Es sind so viele. Also zwei Stück, es sind viele. Aber ich versuche nochmal zurückzugehen. Geht nicht. Warum wundert mich das nicht? Okay, machen wir einen auf Solid Snake und schleichen uns elegant an allem und jeden vorbei. Was gar nicht so einfach ausschaut. Okay, wie bewegt er sich? Zack, 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 zack. Tschüss. Tschüss. Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich mit denen reden oder töten die mich dann? Ich rede nochmal mit dem Fuchsmädchen. Also mit dem Fuchsmädchen. Ja, hurry, du bist gut, was soll ich denn machen? Die erschießen mich doch. Schießt du mich? Don't get in our way. Those are Queen Eglit's orders. Okay, sie töten mich schon mal nicht. Die Tür geht wieder nicht auf. Die zwei Leichen. Okay. Die sagen alle dasselbe. Interessant. Nicht im geringsten, aber... Hey Miss, what are you doing here? I was just... A little girl like yourself shouldn't be wandering around a place like this. I'm sorry, I just... We're looking for a fuck... Was? Fugitive dancer. Have you seen her by any chance? Das ist doch das Fuchsmädchen im Schrank. Nee, die haben wir nicht gesehen. I see. Please do let us know if you see her. She's a very serious threat to the kingdom's safety. I see. Na gut, dann werden wir jetzt mal dem Fuchsmädchen davon berichten. The guards are looking for you outside, miss. I see. Could you open this cabinet for me? Alright. Bitte töte mich nicht. Ich bin auf deiner Seite. I got you. You're coming outside with me now. What are you doing? Let me go. What's all this ruckus?
That's her! We found the murderer! Please let me go! Silence! This girl is now my hostage! Oh, danke schön, das nachdem ich dir geholfen habe! Ich dachte, wir stehen das zusammen durch dick und dünn wie zwei Freunde, auch wenn wir nicht Freunde sind. Aber, Mann! Ist das scheiße, wenn man so in den Rücken gestochen wird. Shoot me and she'll die as well. Please wait a minute. I'm dead. Super! Das hat man davon, wenn man anderen Leuten vertraut. Was lernen wir daraus? Vertraut niemals Fuchsmädchen. Ah, toll. Und ich habe schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gespeichert. Super! Dann sollten wir also nächstes Mal unbedingt sagen, wo sie sich versteckt. Auch, und ich darf nicht vergessen, die Körperteile wieder aufzusammeln. Oh nein. Ah nee, ich muss die Tüte erstmal wieder aufmachen. Und dann, oh Mann, das muss doch nicht sein. Hätte da nicht vorher ein Speicherpunkt sein können. Okay. Nochmal von vorne. Hier hast du deine Körperteile. Hier hast du deine Körperteile. Sind nur leicht blutig. Ich habe es mit dem Taschentuch ein bisschen abgeputzt. Hoffentlich ist es jetzt nicht allzu schlimm. Habe ich jetzt auch wirklich alles rausgehauen? Ja, habe ich. Nein, falsche Taste. Ich will nicht immer ins Menü. Meine Güte, ich wollte rennen. I must run away. Also gut, nochmal durch den Spiegel. Wusch. Ja, wenigstens weiß ich noch so ungefähr, wo die Körperteile sind. Was ist hier passiert? Oh, wir wissen es nicht. Wir haben auf jeden Fall ein Torso bekommen. Ein Körper und das andere war, glaube ich, hier hinten. Meine ich zumindest, dass es hier war. Irgendwo. Genau. Das abgehackte Bein. So, Madame Fuchs. Hast mich also dazu gebracht, dass ich erschossen werde, hä? Es hat dir gefallen, ne? Es hat dir Spaß gemacht, ne? Es hat dir... Das fandst du toll, wie die Kugel meinen Kopf durchbohrt hat und durch mein Hirn durchgestoßen ist und... Ich hasse dich. Ich hab dir vertraut. Nur mal so nebenbei angemerkt. Aber diesmal werde ich dich sowas von verpfeifen. Glaub bloß nicht, dass du mit deinem Leben davonkommen wirst, ey. Welcher war das jetzt nochmal? War das der hier unten? Hey, Miss, what are you doing here? I was just... Hey, little girl, shouldn't be wandering around a place like this. I'm sorry, I just... We're looking for a dancer. Have you seen her by any chance? Yes, I have. That bitch is in the closet. You have? Where is she? Inside the cabinet in the tea room. Gods, you hurt her! But please don't hurt her. Please don't hurt... Du hast schon vergessen, was passiert ist, ne? Aber nur, weil ich den Spielstand geladen habe. She's a very serious threat to this kingdom's safety. Kann ich wieder gehen, oder? Vielleicht muss ich mir das nicht anschauen, was die jetzt mit der machen. Vielleicht kann ich einfach wieder gehen. Nee, kann ich nicht. Okay, ich darf meine Hinrichtung anschauen. Juhu, ich freue mich. Diese Bitch hat's verdient. Ich werde diesen Moment in aller Ruhe genießen. There you are, you murderer! You traitor! Why did you give me in? Weil du mich getötet hast letztes Mal! I will never forgive you. Weißt du, wie egal mir das ist? Tuh. Our work here is done, man. Let's go back to report to Queen Eglit. Hast du noch irgendwas zu sagen? I'm so sorry. Und? Ist da noch was von dir übrig? A torn body of a dancer. Blood pours out of the various holes in her chest. I have no choice. You, I'm so sorry. Ich nehme mal an, jetzt können wir zurückgehen. Oder es passiert noch irgendwas anderes, total Schlimmes und Grausames. Aber ich denke doch mal, jetzt können wir zurück. Problem ist aus. Go back, wir können zurückgehen. Ich werde die Gelegenheit der Sekunde oder Minute erstmal nutzen und speichern.
Weil ihr kennt, dass es passiert halt immer irgendwas total Blödes, wenn man nicht speichert. Wenn man für eine längere Zeit nicht gespeichert hat. Okay, mehr Körperteile für meine Freunde. Das macht Spaß, das macht Laune, das ist total kinderfreundlich. Don't worry, Mr. Rabbit, I'll fix you. Achso, das sind alles Fuchsteile. Stimmt ja. I forgot. Maybe I'll leave those hair for a bit. Leave body parts. War das jetzt alle oder da fehlt auch bestimmt noch was? She looks sad somehow. Hat sie jetzt alles abgelegt oder nur ein Teil davon? Okay, sie hat alles abgelegt. Ich werde nochmal speichern, weil ich habe keinen Bock, dass ich für den Fall, dass ich sterbe, das alles normal machen muss. Bleibt nur noch ein Spiegel. Und weil der zweite schon so schön war, will ich gar nicht erst wissen, was hinter dem dritten auf mich wartet. Aber gehen wir durch. Todesmutig stürzen wir uns ins nächste Abenteuer. Hallo allerseits, da bin ich wieder. The Queen's here. Too bad I'm stuck facing the wall. Oh, die Königin ist hier? Das ist ja interessant, hoffentlich tötet sie mich nicht wieder. This is a very special day. The Queen has just arrived. I think. Du denkst? Vielleicht ist es ja eine Kopie. Oh, hier sieht's wieder nicht so grauenhaft aus wie vorhin. What's going on here? Ja, was geht hier vor? Ihr seid hier noch am Feiern, nehme ich an? Peach! Jetzt ist auf einmal ein Thron. Thank you all for attending this very special ceremony. You have all given me your best, but as you know, only one of you can be my favorite couple. All the others who don't make it will be executed. Was? What? What the fuck? Executed? Who dares to interrupt my ceremony? I am just... Silence! Who are you? Where did you come from? What are you doing at my ceremony? I'm just looking for something. Oh, and what might that thing be? I'm looking for... Limbs? Something I lost? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kommt das nicht so geil rüber, aber versuchen wir es. Such a gruesome quest for such a fragile looking girl. Come closer, my girl. I shall aid you in your request. Thank you. You're more than welcome, Miss. Die tötet mich. Die tötet mich. Ich sehe es kommen. Hold out your hand for me. Alright. Wusste ich's doch. Here, you can have this one, Miss. It was rather easy to obtain. Ja. Astrein. Das gefällt mir. Das macht Spaß. Ich weiß schon, warum ich gespeichert habe nochmal. Gut. Nochmal durch den Spiegel. Nochmal zu dieser liebenswerten Königin. Die auch überhaupt nicht einen Sprung in der Schüssel hat. Überhaupt nicht. Nun gut, aber anscheinend kommen wir nicht darum herum, mit der Königin zu sprechen. Es sei denn, wir können vorher durch irgendeine der anderen Türen gehen. Muss ich mal gucken. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es könnte sein, dass es geht. Probieren wir es aus. I'm having a weird déjà vu. What's a déjà vu? It's when stupid people ask ignorant questions. Das war aber nicht nett. Es gibt nur dumme Antworten, keine dummen Fragen. Gucken wir uns um. Wir sind ja nicht dumm. Kürbisse, was habt ihr zu sagen? This is so thrilling! I've waited half of my whole life for this moment. I wonder who will win. Vielleicht hier durch. Okay, wir müssen mit Fräulein Königin sprechen. Wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu ehrlich vorhin.
Yeah, thank you all for attending. Ja, bla 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 bla. Alle werden hingerichtet. Was? Oh nein, das kann nicht sein. Wie kann sie es nur wagen, diese Königin? Ab mit dem Kopf und so, ne? Silence! Ich suche nur etwas. Und was könnte das sein? Ich suche nach etwas, das ich verloren habe. I see. That's unfortunate. Take a seat, my girl. I will let you look for whatever it is that you've lost after the ceremony. Thank you. Also jetzt? Sollen wir uns setzen, oder? Sie hat gesagt, wir sollen uns setzen. Guck lieber nochmal vorher alles an. Ist zu. Hier ist bestimmt offen. Hier ist auch zu. Warum ist hier zu? Na gut. Aber wo genau soll ich jetzt hin? Ah, okay. Now I shall announce the winning couple, which is Mr. Rabbit and Miss Fox. Hooray! Congratulations to the winners. You may step aside. Oh man. As for all of your failures, you shall be executed. She can't just murder everyone. That's freaking unfair. Soldiers, march. Wait. Farewell, my servants. You have served me well. No. Now that's taken care of, it's time for tea. Ja, wir haben mal eben so ein paar Leute umgebracht, aber trinken wir erstmal Tee und chillen eine Runde. As for you, clear up this mess before leaving, will you? Or else, yes I will. Geh bloß weg. Geh schneller, ich will dich nicht sehen. Du gibst mir unkomfortable Gefühle. Nämlich Liebe und Hass. Okay, wir können doch jetzt... This is horrible. Yeah, it is. Pitch black stuffing slowly oozes from the dancer's bones, staining her once shiny fur. Acquire 2 served legs. The couple's bodies lie torn apart, their expressions forever frozen in the moments of terror felt before their executions. Okay, und ein Torso haben wir auch noch bekommen. Und noch einen Arm. War das alles? Haben wir jetzt alles parat? Um wieder auf Frankenstein spielen zu können? Ich gehe mal wieder lang und verziehe mich. Hab ja sauber gemacht, zumindest ein bisschen. Nicht hundertprozentig, aber immerhin. Das Nötigste habe ich weggeräumt. Ich denke mal, das könnt ihr alle hier bezeugen. So, dann haben wir ja jetzt mal einiges geschafft, einiges gemacht. Die Körperteile geben wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge zurück. Hoffentlich werden die wenigstens ein bisschen dankbarer sein. Dafür, dass ich ihre Körperteile wieder zurückgebracht habe. Oder zumindest ein paar Körperteile zurückgebracht habe. Das waren ja nicht unbedingt ihre eigenen. Aber gut. Ich lege meinen Controller mal zur Neige. Wobei, ich habe gerade auf dem Tisch voll keinen Platz. Egal. Na gut. Das war's für heute, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Es wird weiterhin gruselig bleiben. Macht's gut und tschüss.